Immer noch versteckt in unserer Ecke bei Styx. Wir haben immer noch dieses Rätsel, dieses erste Patrouillenpuzzle zu lösen. Wahrscheinlich mache ich es komplizierter, als es eigentlich ist. Ich soll irgendwo in diese Richtung. Ich versuche jetzt mal ganz billo. Ne, er kommt ja schon. Ich kann da nicht vorbei. Er sieht mich ja sofort, wenn ich jetzt da lang gehe. Oder muss ich auf die andere Seite? Was ist denn, wenn ich jetzt gehe? Okay. Ich glaube, ich hab's. Was? Nee. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Geh weg. Was ist mit dir los? Ah, geil. Er hat aufgegeben. Sehr gut. Wenn ich hinter diesem Ding stehe, dann ist alles safe. Ja. Oh. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Hä? Ich bin nicht in diesem Barrel. Warum sieht er mich denn? Hey, ich soll auch in diesem Fass bleiben? Bin ich gerade blöd? Soll ich so hinter dem Fass stecken? Ich kann mich auch noch in Deckung. Da bin ich auch super mehr unauffällig, liebe Leute, wenn ich jetzt die Deckungstaste drücke. Jetzt sieht er mich nicht, wa? Ja, natürlich. Ist klar, um deine Gegner unauffällig zu beobachten, kannst du dich durch Drücken der Taste an Hindernisse lehnen. Auf diese Weise fällt es den Gegnern schwerer, dich zu entdecken. Naja. Lassen wir das mal so dahingestellt, dass ich da unauffälliger bin dadurch. Aber gut, es dient mir ja. Ich kann die nicht umgehen, ne? Ah, okay, ich soll dort irgendwo in Deckung gehen. Ah, jetzt kann ich hier außen rum. Sehr gut. Deckung wechseln. Sehr nice. Oh ja, ganz unauffällig. Siehst mich nicht. Deckung wechseln. Okay, da bewegen sich jetzt welche. Freundchen. Okay, er geht nicht so weit. Geht auch wieder zurück. Er kommt noch weiter. Nein, schnell rum, schnell rum. Oh, das war knapp. Hey, Buddy. Du siehst mein Messer nicht. Mein Messer ist ganz unauffällig. Du guckst bitte da nach vorne. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Würdest du jetzt bitte wieder gehen? Entschuldigen Sie, würden Sie bitte wieder... Dann gehe ich halt hier lang. Wo ist der andere Töffel? Darf ich da vorbei? Der andere Töffel steht da und guckt in meine Richtung. Oh oh. Oh, das ist doof. Ja. Au. Oh. Schwer. So, in die Deckung. Darf ich jetzt? So. Rum? Wie geht denn das? Rum? Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich hier durch. Ah, okay, auf der Innenseite entlang. Okay, oder auch nicht. Nein, hast du nicht. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Du willst wieder nach Hause gehen. Du willst doch sowieso hier hin.
bitte geh. So, jetzt ist dein Wegrhythmus wahrscheinlich voll durcheinander. Aber da hinten wird er mich doch sehen. Oh, warte. Au, ja, jetzt habe ich eine Idee. Wir warten einfach, bis er hier vorbeigeht. Oh, es ist für den Anfang gar nicht mal so uneinfach. So. Ja. Das war nicht geplant, aber es hat funktioniert. Alles safe soweit. Jo. Hier brauche ich keinen Sand. Fertigkeiten freischalten. Mit Fertigkeitspunkten FP kannst du dein Versteck in deinem Versteck neue Fertigkeiten erlernen. Du erhältst Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt, Nebenziele erfüllst und Embleme freischaltest. Das Fertigkeitenmenü lässt sich jederzeit aufrufen. Okay. Mit links und dann Fertigkeiten. Heimlichkeit 0 von 4. Ich habe doch eigentlich schon einen Fertigkeitspunkt. Kann ich nichts machen? 6. Sinn. Okay, jetzt habe ich hier ein paar Skills. Okay, ich muss ins Versteck. Da schaue ich mir das nach in meinem Versteck an. Okay. Hier kann ich nicht durchs Ding gucken. Ha, nochmal 10 Fertigkeitspunkte. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Ladesequenz. Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwo. Vielleicht sogar schon ins Versteck. Nee, ich habe doch bestimmt hier oben kein Versteck, oder? I gotta get me some ammo. Yeah, that would straighten me out. Down there, maybe? Bisschen Junkie-mäßig drauf, unser kleiner Freund, ne? Sind wir irgendwo hier, wo wir uns schon auskennen? Da drunten sagt mir so nix. So, da vorne sehe ich schon zwei Freunde. Wollte ich eigentlich sagen. Study these cocoons more closely, it would be fascinating. Quite so, my dear colleague. I'd be willing to give my complete edition of the Encyclopedia of Mycology for the right to dissect one. You're telling me? But hey, one doesn't dissect the embryos of one's political allies, I suppose. Die Embryos politischer Verbündeter, also das sind elfische Embryos? Da drin werden Elfen gezüchtet? Oh, Eimer? Dülü. Ihr habt nichts gesehen. Okay, also in diesen Kokons werden Elfen gezüchtet. Wahrscheinlich können danach dann, wenn die geschlüpft sind, die, A quick peek through the keyhole, just to make sure the way is clear. Das Ember geerntet werden, würde ich fast mal schätzen. Weiß ich aber auch nicht. So, wenn der schon sagt, wir sollen da durchschauen, dann ist das bestimmt wichtig. Durch Schlüsselloch schauen. Genau, mit X. Da haben wir eine Wache. Sie geht aber von uns weg. Da ist schon mal ein Tunnel. Sehr gut. Und ansonsten sehen wir Goldharz in 11 Metern. Alles klar. Das holen wir uns. Ich bin mal gespannt, was wir damit machen können. Sesam, öffne dich. So, unser Freund. Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Ist ja gut, Junkie. Goldharz. Nimm den Goldharztrank auf der Kiste und benutze ihn, um deine Goldharzanzeige aufzufüllen. Je mehr Goldharz in deinen Adern fließt, desto mehr Goldharzkräfte kannst du einsetzen. So kannst du zum Beispiel einen Klon erschaffen, mithilfe der Goldharz-Vision deine Wahrnehmung schärfen oder für begrenzte Zeit unsichtbar werden. Das ist mal ein geiler Cocktail. So, da ist ein Verlegter. Wir stellten einen Amboss auf dem Holzblock. Okay. Das war keine Schmiede. Das sieht nicht aus wie eine Schmiede, muss ich sagen. Okay, das ist nur ein kleines Versteck. So, Goldharz, nehmen wir dich mal. Was passiert? Super Saiyajin Sticks. Klone erschaffen. Du kannst mit Goldharz einen Klon erschaffen und kontrollieren, damit er für dich unerreichbare Orte betritt oder Gegner ablenkt. Nachdem seine Aufgabe erfüllt ist, kannst du ihn töten und erhältst dafür Goldharz zurück. Die Lebensspanne eines Klons ist kurz und nach einer gewissen Zeit stirbt er von selbst. Klon erschaffen und Klon wechseln, Klon töten.
Okay, ich weiß noch nicht, wofür ich ihn brauche. Da kann ich mich verstecken. Das brauche ich nicht. Sind das diese Embleme, für die ich Fertigkeitspunkte bekomme? Mechanismus. Okay, da komme ich nicht durch. Wahrscheinlich brauche ich genau da den Klon für. Na, hier oben sieht das ziemlich dicht aus. Da oben sehe ich auch nichts. Okay, wir haben Emblem 1 von 10. Wir müssen 10 Embleme finden. Also gut, dann Left Trigger und A. Ach, dann sehe ich die Fähigkeiten. X unsichtbar, Y ist wahrscheinlich Wahrnehmung und A ist das Klone erschaffen. Wir wollen ein Klone erschaffen. Well, we got no choice. I'll need some help. Ja, yeah, da kotzt den ja aus. Bleh. Interaktion eines Klons. Die von dir erschaffenen Klone können mit den meisten Elementen der Spielwelt interagieren. Sie sind dazu in der Lage, unter Toren hindurchzuschlüpfen, Hebel zu aktivieren, Türen zu öffnen, sich zu verstecken und so weiter. Allerdings können sie keine Gegenstände nehmen und Schlösser knacken. Aha. Interagieren, Y. Okay, Y. Achso, ich muss wahrscheinlich erst zum Klon wechseln, ne? Klon wechseln. Hallo, so. Rakash. I need your run carcass. Damn it, I hate doing that. Okay, ist also Rakash. Through the gate. Pull the lever. Alles klar. Durch. Igitt. Ich liege es wie ich. Das ist noch hässlicher als Dück selbst. Und den Mechanismus aktivieren. Ich glaube, da unten sehen wir unsere Lebensanzeige des Klons, ne? Und bestimmt müssen wir ihn vorher töten. Also, Klon töten. You want something done right? Steal a body and do it yourself. Mhm. Wir haben also wieder volle Goldharz-Energie. An diesem Töffel müssten wir irgendwie vorbei. Da rechts sehe ich auch schon einen Tunnel. Okay. Aha. Ha, 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 ha. So. Aha. Hoffentlich darf ich hier raus. Nein. Verdammt. Haha. You will never find me. Where is it? What? You're already dead. Oh, so viel dazu. Oh, ich sollte mal richtig parieren. Oh, dammit. Kann ich den hier reinholen? Okay, die verfolgen mich aber jetzt nicht weiter. Das lief nicht so gut. Das war ziemlich amateurhaft. Na gut, wir haben es ja noch geschafft. Müssen wir jetzt aber einen Heiltrank nehmen und haben dann keinen mehr. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Wir hätten wahrscheinlich irgendwie... Ich hätte ja also nicht rausgeduft? Hä, wie wäre ich denn da weitergekommen? Okay, als allererstes mache ich mal die Fackel aus. Das hätte ich wahrscheinlich eben machen müssen, um ungesehen da weiterzukommen. So, da geht's rauf und hier geht's auch weiter. Das ist das Missionsziel, also gehe ich erstmal hier oben hoch. Na, relativ von hier hätte ich ihn dann wahrscheinlich beseitigen können. Ah ja. Man kann nicht immer alles perfekt machen. Vieles, aber nicht alles. Okay. Fallen lassen. Ach ja. Fuck, it's gigantic here. I have to use the Amber Vision to find my way. Mach dir die Goldharz-Vision zunutze. Ja, danke, dass du den Tipp ausblendest. Hilft mir sehr gut. Also Amber Vision geht irgendwie hier und da. Da sehe ich Gegner, Mechanismenschalter. Hat mir jetzt echt viel gebracht. Also irgendwas liegt da auf dem Boden. Und fürs Erste sehe ich hier auch keinen Gegner. Also können wir schon mal anfangen, ein bisschen Licht auszumachen.
können es an mehreren Stellen verstecken. Was ist das hier eigentlich? Ach cool, ist das ein Versteck? Ja, nice. Okay, auf die Dinger müssen wir also achten. Der Typ pennt. Da hinten kommt jemand. Machen wir doch mal schnell Licht aus. Den müsste ich mir eigentlich jetzt packen können, ne? Wo hänge ich jetzt fest? Was ist jetzt los? Guck mich da einer an? Oder was ist, ist das so ein komischer Text? Ja, geil, aber ich kann nicht steuern. Ich hänge ein bisschen fest. Blöd. War aber ein kleiner Bug. Nee, never. Never. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Spiel wieder aufgespielt habe, bis wo wir waren. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Raum, wo wir auch eben schon waren, wo uns der kleine Bug etwas aufgehalten hat. Und gucken wir mal, ob wir dieses Mal da etwas besser durchkommen. Also vielleicht vor diesen Dingern doch etwas Abstand halten. Könnten uns gefährlich werden. So, da hinten geht's zum Versteck. Gucken wir erstmal hier rum. Und den kann ich auch... Hier, solange ich noch kein Versteck für ihn habe, lasse ich ihn einfach mal... durch das Loch schauen. Ist hier jemand? Ich höre Schritte oder irgendwas, aber sonst nichts. Vielleicht finden wir da drin ja ein Versteck für unseren guten Freund. Tür öffnen. Okay, hier geht's sehr schnell, sehr weit. Okay, hier drin stehen zwei Leute. Wie werde ich die los? Werde ich die überhaupt los? Oh. Ah, dammit. Oh, das sind zu viele. Da sind zu viele, das ist blöd gelaufen. Das lade ich nochmal eben schnell neu. Ich muss eigentlich sehen, dass ich das nicht so viel neu lade. Okay, seitlich anschleichen geht also auch gar nicht. Die entdecken einen sofort. Okay. Gehen wir hier also später. Na, oh, natürlich. Natürlich. Geht das sofort wieder los hier. Ah, nicht stressen lassen. Bleiben wir ruhig und gelassen. Passen wir auf, dass wir nirgendwo gegenlaufen. Was haben wir denn da? Unser Freund kommt hier rausgelaufen. Holen wir uns ihn noch mal eben schnell, wo er hier doch schon so fleißig liegt. Ups. Warum fällt denn der runter? Das ist ungünstig. Mal gucken, wie die darauf reagieren. Dann lernen wir das jetzt auch mal. Fällt er einfach runter. Warum zieht er denn nicht nach oben? Okay, da sind zu viele auf einmal, als dass ich die besiegen könnte. Frage ist, sehen die mich? Ja, die sehen mich. Okay. Schlecht. Ganz schlecht. Was für eine missliche Lage habe ich mich denn hier manövriert? Ist ja unglaublich. So, wir kommen aber an ihm locker vorbei. So, wir müssen ihn erwischen, bevor er sich an diese Brüstung da hinten stellt. Nämlich jetzt. Oh,
Okay, wir müssen uns merken, die fallen ein Stückchen nach vorne, wenn sie besiegt wurden. Wir müssen da unten durch. Schauen wir uns das später nochmal an. Komm, die Schlafenden können wir auch aus dem Weg räumen, ne? Ist eigentlich egal. Hier patrouilliert ja keiner lang. Das ist eine wunderschöne Animation. Wir machen das genau wie bei Thief. Wir schaffen einfach alles aus dem Weg, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Und sobald wir einen schönen Schattenplatz gefunden haben, legen wir unseren Freund darin ab. Oh, hallo. Ja, ist da nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Das Spiel ist ganz schön... Ich muss echt dran gewöhnen, das Spiel ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Bin ja schon wieder hier. Okay. Gucken wir mal, dass wir... das Spiel... du hast dich eben die ganze Zeit wegbewegt. Ruhig. Beruhigung. Wir müssen schleichen. Wir müssen taktisch vorgehen, dass wir wieder reinkommen. Das Spiel verlangt mehr von mir ab, als ich erwartet hätte. So. Hier, den hier. Komm, schneller, 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 schneller. Wir müssen da sein, bevor er sich an die Brüstung stellt. Hoffentlich klappt das noch. Ja. Komm her. In die Ecke mit dir. Licht aus. Passt. So. Den haben wir. Den holen wir uns auch. Ganz ruhig, mein Freund. Alles ist gut. Herr Webb, es kostet uns ja nichts, die Leute aus dem Weg zu schaffen. Also können wir das ja auch tun. So, den da hinten da drin müssen wir etwas vorsichtiger angehen. Wir können uns das Gebiet dann nochmal ein bisschen näher anschauen. So, der läuft da lang. Hallo, mein Freund. Schnell eingepackt. Okay, hier sind sie in den Schatten. Das ist gut. Da unten sehe ich einen Heiltrank, den hätte ich gerne. Aber ich greife lieber aus den Schatten weiter an. Ich bin schon sehr auffällig unterwegs. Das muss nicht noch schlimmer werden. Dort oben bastelt jemand. Das haben wir eben schon gesehen. Kann ich irgendwas weiter oben lang machen vielleicht? Aber ich glaube, wir kommen hier auch ganz gut voran, ne? Da sehe ich einen Goldharztrank. Goldharztrank ist voll. Oh. Da links läuft einer Patrouille. Den müssen wir mal eben. Everything wears out so fast here. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in the air. Corrosive stuff like. Okay, der patrouilliert ziemlich easy, einfach im Kreis. Wir müssen nur warten, bis der wieder vorbeikommt. Ist da ein zweiter im Raum? Ich sehe keinen. Okay. Komm näher, mein Freund. Hallo. Ganz ruhig. Alles gut. No rush. So, Fackel aus. Wir müssen ihn aber irgendwo hinpacken, wo er unauffälliger liegt. Oder oben steht auch noch einer. Das reicht. An die Wand.
So, machen wir noch ein bisschen mehr das Licht aus. Wir haben noch einen Heiltrank. Sehr gut. Den können wir immer sehr gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Okay, geht direkt einer vorher. Das ist gefährlich. Wir können aber... Oh, das war gar nicht. Gesperrt. Hier geht aber auch eine relativ einfache Patrouille. Dann sind aber zwei Leute. Wir müssen uns abwarten, bis er wieder hier vorbeikommt. Das sehen wir gleich. Und dann ist auch er. Hat sein letztes Stündlein geschlagen. Da kommt er auch schon. Müssen wir nur schnell genug sein. Du liest gut genug im Schatten. Wunderbar. Ian, er wird ein bisschen... ...bisschen schwieriger, würde ich mal behaupten. Oh, das sind aber Tränke und so weiter. Wie kriegen wir ihn denn wohl? Hier hoch komme ich nicht, ne? Ne. Na gut, ich glaube, ich habe einen Plan. Lass uns doch mal gucken, wenn ich jetzt hier runtergehe. Kann ich unter den Tisch? Ich kann hier keinen Klon erzeugen. Schade. Da muss ich das wohl von hier machen. Wir erzeugen einen Klon. Wir gehen hier unter den Tisch. Holen uns den Klon. Locken unseren Freund damit hier hinten hin. Dammit. Ja, warte. Und da haben wir ihn. Ja, Mann. Taktik. Ganz ruhig. So, dich bringen wir nochmal eben in den Schatten. Das soll uns genügen. Und was haben wir jetzt erbeutet? Das ist nichts. Oh, eine Münze. Sehr gut. Lebenstank ist voll, dann nehmen wir nochmal eben einen. Darf nur zwei Heiltränke tragen? Das ist nicht viel. So, aber unsere beiden Ressourcen sind voll. Merken wir uns, dass hier nochmal ein Goldharztrank ist. Und da oben war noch einer. Also Goldharztränke haben wir genug. Wir können das mehr einsetzen, glaube ich. So, und die anderen Räume, die anderen Stellen, unseren Freund da oben, das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Stux. Und damit sage ich, bis dann, nicht den Kopf verlieren.